Hallöchen zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von Don Rosa, seine Eltern, seine Comics. Diesen absurden Hut habe ich letztes Jahr zusammen mit meiner Tante gekauft, weil sie meinte, wir würden Hüte stehen. Ich weiß ja nicht. Vor allem mit langen Haaren. Naja, warum ich den Hut trage? Naja, das ist eine gute Einleitung in unsere heutige Episode. Eigentlich müsste ich zwar ein Sombrero tragen, aber immerhin, das ist auch ein Strohhut. In unserer heutigen Episode beschäftigen wir uns mit der Geschichte Die Rückkehr der drei Caballeros. Und sie handelt davon, dass Donald seine Neffen Tick, Trick und Track zu einem fairen Fieselschweif treffen nach Mexiko begleitet. Während sie bei ihrem Treffen sind, möchte er die Zeit irgendwie im Hotel rumkriegen, weil, er hat ja nicht so viele Freunde wie die Jungs und ist deswegen ein wenig frustriert. Zur gleichen Zeit steigt in dem Hotel, wo Donald zufällig auch absteigt, auch ein alter Bekannter von ihm ab, der nämlich tatsächlich ein alter Freund ist von ihm, den er allerdings seit Ewigkeit nicht gesehen hat, nämlich José Carioca. Er ist nämlich zusammen mit Donald und Panchito Pistoles, einem Cowboy quasi, vor vielen Jahren durch die Welt getingelt und vor allem eben durch Mexiko und durch Brasilien. José Carioca ist ein Weiberheld und möchte gern Sänger, während Panchito wie gesagt eben eher so der schießwürdige Cowboy ist. Und durch einen Zufall treffen die drei aufeinander. Denn José Carioca muss sich vor einem Freunde, einer der Damen, der schöne Augen gemacht hat, verstecken, der zufällig ein bekannter Verbrecher namens Goldhut ist. Und landet eben, als er von einem Balkon springt, in Donalds Auto. Und in einer wilden Flucht müssen sie eben vor diesem Bandito fliehen. Und dabei treffen sie dann mitten in der Pampa, weil sie sich verfahren haben, auf eben besagten Panchito Pistoles. Und die drei alten Freunde, weil sie jetzt eh schon mal wieder zusammen sind und weil sie jetzt nicht unbedingt in die Stadt zurückkehren können, wollen sich jetzt auf die Suche nach einem verlorenen Schatz machen, nämlich nach einer Mine, beziehungsweise nach dem Schatz einer Silbermine. Naja, und Donald mit seinem Wissen, das er auf den Reisen von Onkel Dagobert oder zusammen mit Onkel Dagobert aufgeschnappt hat, ist natürlich der perfekte Begleiter der drei. Naja, sie finden auch das Silber und möchten das jetzt auf einen Zug verladen. Dummerweise haben sie eben die Rechnung ohne Goldhut gemacht, der den Schatz nämlich auch haben möchte. Und einfach den Zug entführt und die drei müssen damit Donalds Wagen hinterher. Und damit wären wir auch gleich bei der Bewertung der Geschichte. Es ist eine ungewöhnliche Geschichte, das schreibt Don Rosa auch in seinem Kommentar dazu, denn eigentlich beruft er sich ja in all seinen Geschichten immer auf Charaktere und halt die Geschichten von Karl Barks. Und José und Panchito kommen jetzt eben aus einem Disney-Mischung aus Animations- und Realfilm, aber auf jeden Fall aus einem Musikfilm aus dem Jahr 1945 wurde er, glaube ich, uraufgeführt. Und Don Rosa hat ihn im Film eben in guter Erinnerung, gerade eben, weil er die Musik schön fand. Das titelgebende Lied Three Caballeros, das auch hier in der Geschichte verarbeitet wird, lege ich jetzt einfach mal so in den Hintergrund, dass ihr es mal hören könnt. Mein Fall ist es nicht so ganz, allerdings, ich finde ja generell so die Musik aus den 40ern und 50ern ist nicht so mein Ding. We're three caballeros, three gay caballeros, they say we are birds of a feather. We're happy amigos, no matter where he goes, the one, two and three goes, we're always together. Klar, Don Rosa ist damit aufgewachsen, für ihn ist das natürlich was Besonderes, weil er auch irgendwie meint, ja, diese Song, die drei Caballeros oder das Three Caballeros, ist einer seiner Lieblingssongs aus, oder eine der Lieblingsfilmmusiken, ich weiß ja nicht. Aber es ist auf jeden Fall sehr schön umgesetzt, das Ganze, eben dieser Tanz, wo Donald und die beiden dann eben spontan in einer Bar auftreten und eben auch das Ganze eben mit Noten unterlegt ist. Ich denke mal, das werden wahrscheinlich auch die Originalnoten aus dem Song sein, weil Don Rosa macht ja keine halben Sachen. Wenn, dann müsste es ja immer korrekt sein. Ist auf jeden Fall der Originaltext auch. Und das ist eben eine sehr schöne Anspielung. Zumal es eben auch kleine Hintergrundgags wieder gibt. Gibt es zum Beispiel irgendwelche Hunde, die da sich am Ohr kratzen und von Bild zu Bild mehr werden, die in diesem kleinen Kaff sitzen, wo das Silber auf die Züge verlagert wird. Und natürlich vor allem die großartige Verfolgungsjagd des Zuges, die eigentlich jedem Action-Abenteuerfilm auch wirklich alle Ehre machen würde. Zumal das Setting eben dieser Canyon in der Sierra Madre in Mexiko auch sehr beeindruckend ist. Und diese Eisenbahnlinie gibt es natürlich auch tatsächlich. Die wurde tatsächlich in den 50ern gebaut. Don Rosa ist diese Strecke übrigens selbst schon gefahren, was auch einer der Gründe war, warum er eben auf die Idee zu dieser Geschichte gekommen ist, weil er zu der Zeit eben gerade in Mexiko Urlaub gemacht hatte. Ja, wie gesagt, sehr spannende Geschichte. Diese beiden Charaktere sind sehr unverbraucht. Es war schön, die zu sehen, auch wenn man natürlich José Carioca zumindest schon kannte aus so einigen kleineren Geschichten. In Brasilien ist er ja quasi ein Volksheld, weil er kommt ja aus Brasilien. Aber es sind eben wenig benutzte Charaktere. Und dass Don Rosa sie ausgerechnet verbindet, ist eben sehr schön, weil ich mag halt Don Rosas Zeichenstil, ich mag auch Don Rosas Abenteuergeschichten. In dieser Geschichte gibt es natürlich auch wieder ein paar historische Hintergründe. Also
diesen Schatz zum Beispiel, da gibt es gerüchteweise wirklich so einen Jesuitenschatz mit, aus einer Silbermine. Und das Ganze ist eben zu einer schönen Abenteuergeschichte verwoben. Sehr viel Spannung. Und darum bekommt sie von mir einfach mal 4 von 5 Enten.